Manchmal findet man einen ganz besonderen Wohnmobilstellplatz. Solch einen fanden wir per Zufall in der Serra de São Mamede. Dort kann man was erleben, besonders wenn man nicht schwindelfrei ist wie ich. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus Portugal. Also manchmal hat man besonderes Glück. Wir suchen uns öfters unsere Ziele nach der Landkarte raus. Mhm. Das heißt, wir schauen uns, welche Ortschaft oder welche Gegend könnte interessant sein. Und da haben wir auf eine Ortschaft getippt, die ganz am Ende liegt. Also nach der Ortschaft geht es nicht mehr weiter. Und da haben wir gedacht, das schauen wir uns jetzt an und dann suchen wir uns da ein Stellplätzle. Und siehe da, da ist sogar ein offizieller Wohnmobilstellplatz. Und siehe da, wir waren nicht die Einzigen, die die Idee gehabt haben. Da, wir haben immer noch Februar. Und da waren bestimmt 8 Camper gestanden. Ja, es war alles voll. Wir haben das letzte Plätzle erwischt. Und deshalb hatten wir heute Nacht ziemliches Kuschelcamping. Ja, wir standen keinen Meter neben rechts und links. Ja. Ja. Aber es war trotzdem genial. Wir haben ja nur geschlafen, jetzt sind schon ein paar weggefahren. Ja, und jetzt haben wir Platz. Und jetzt haben wir uns gleich neu positioniert. Genau, wir sind gleich, haben uns jetzt gleich umgestellt. Und es ist gigantisch hier. Ja. Also es ist ein herrliches Wetter. Und eben hier unter alles noch. Voll Nebel. Aber und jetzt müssen wir nur sagen, wo wir stehen. Wir stehen im Serra São Mamede. Serra de São Mamede. Ich habe früher noch nicht einmal gewusst, wer der Mamede, der heilige Mamede war. Und jetzt stehe ich in seinem Gebirge. Ja? Ja, genau. So ist die Welt, ja. Aber was es für ein Heiliger ist, konnte man nicht recherchieren. Wir haben nichts gefunden. Auf jeden Fall wird er mit einem Löwe abgebildet. Also genau. Keine Ahnung, was es ist. Aber der macht Ort, ja nichts. Ja, der Ort hier heißt... Wir blenden es ein. Wir blenden da die Karte ein, weil das ist wirklich hochinteressant, wie das hier aussieht. Mhm. Und da vorne sehe ich schon Gipfelkreuz, da oberhalb dieser Ortschaft. Hoch. Mit Fahrrad werden wir nicht viel erreichen, aber zu Fuß. Eben, genau. Und nachdem ich ja gut zu Fuß bin, können wir den heute zu Fuß erkunden. Ja, der Stellplatz ist nämlich etwas unterhalb dieser Ortschaft, die auch mit einer riesen Stadtmauer umgeben ist. Ja, also das schauen wir uns auf jeden Fall an. Mhm. Und da werden wir euch auch ein paar Impressionen davon zeigen. Vielleicht wollt ihr selber nochmal herfahren. Ist eigentlich schön hier. Super ist es hier, ja. Ich finde es ganz toll. Und das Wetter macht das Spiel auch wieder mit. Mhm. Gestern Abend hat es geregnet. Und heute Nacht auch, glaube ich, gell? Kann sein, das hat nicht abgeschlafen. Ja, ich eigentlich auch, aber. Und jetzt ist auf jeden Fall super strahlend blauer Himmel. Also wir freuen uns jetzt auf den Tag. Ja. Wir sind jetzt über den Wolken. Genau. Was haben wir denn da für einen Wachturm? Mal schauen, ob da was drinnen ist. Wow! Ja, jetzt schauen wir mal in die Ortschaft rein. Mhm. Schauen, ob es da was zu sehen gibt. Auf jeden Fall ist es sehr steil. Staufen tun wir schon. Ja, wir sind jetzt auch ganz schön steil hoch. Ja. Herrlich da, oder? Eine gigantische Aussicht, ja. Super. Also das ist eine tolle Anlage hier, denkt man gar nicht von außen, weil man sieht nur die Mauern. Ja, man sieht halt, dass es riesengroß ist, ja, aber es hat ziemlich gewaltige Außenmaße. Und ich bin jetzt hier mal am Lesen, was es hier alles noch zu sehen gibt. Die Aussicht studiert gerade und das erklären wir euch dann.
Ihr braucht nicht extra rauf. Spart euch die Mühe. Nein, schaut es euch an. Das ist echt schön hier. Zumal uns wir festgestellt haben oder uns aufgefallen ist, die Eintrittspreise hier sind ja wirklich sehr moderat. Also 1,50 haben wir jetzt pro Person zahlt. Also ja, und auch, wo wir sonst schon Eintritt bezahlt haben, ja, das war alles so um 1-2 Euro rum. Und für Senioren, also Ü. 65 gibt es oft sogar nur 1 Euro Ermäßigung. Also dann ist es noch mehr. Was natürlich verdammt gut tut. So, aber jetzt muss ich erst mal studieren, was es hier alles so gibt. Genau. Burgen sind doch immer wieder faszinierend. Hier auch so. Du musst aufpassen. Bitte nicht die Zugbrücke hochziehen. Nein. Ich möchte auch noch rein. Weißt du, dass man da nicht hochgeht? Das ist absolut abenteuerlich. Ich will fast immer raufkommen. Und jetzt da oben, da ist auch keine Brüstung. Nein, ja, Brüstung schon ein bisschen, aber der Weg ist dann für nicht schwindelfreie vielleicht ein bisschen schmal. Aber jetzt sind wir oben und jetzt zeigen wir es euch natürlich auch. Also Leute, das ist hier gigantisch schon. Also ein bisschen Leichtmut gehört dazu, da hochzugehen. Aber nicht viel. Also ich habe es auch geschafft. Ich weiß allerdings noch nicht, wie ich runterkomme. Ach, das schaffen wir zu zweit dann schon. Aber das heißt ja, runterkommen Sie immer. Ja, und wenn es auf dem Hosenboden ist, oder? Und geschichtlich ist es natürlich auch ein toller Ort. Wir haben das jetzt ein bisschen recherchiert. Oder warte jetzt, bis die Ursi kommt. Mit Vasco da Gama hat es jetzt mal nichts zu tun. Nein, aber das mit einem anderen Bekannten von uns hat es jetzt schon was zu tun. Wenn ihr euch erinnern könnt an unser Video von Nordportugal, da waren wir in Guamares oder so ähnlich. Ja. Alfonso Henrique ist uns da ja begegnet, haben wir euch ja vorgestellt. Genau. Und der hat diese Burg von den Mauren im 13. Jahrhundert zurückerobert. Ja. Und seitdem ist sie wieder in christlicher Hand. Ja, und er hat sie Portugal natürlich dadurch angegliedert. Richtig. Und vor uns, also hinter uns, jetzt hinter unserem Rücken, ist Spanien. Und da gab es permanente Konflikte, weil die Spanier keine Ruhe gegeben haben. Vor allen Dingen aus Córdoba, die Gauner, haben das immer erobern wollen. Aber die Festung ist so gut wie uneinnehmbar, weil sie einfach so eine einzigartige Lage hat. Und heute haben es die Spanier besiedelt, am Parkplatz sind von 20 Autos 19 Spanier. Also beliebtes Ausflugsziel. Die haben es also genauso eingenommen wie wir Deutschen, wobei so viele Deutsche sind, da müsst ihr euch mal anschauen. Also, aber es gibt auch hier ein paar Deutsche. Ein paar Deutsche gibt es auch, Also es ist wirklich, wirklich ein überraschend tolles Ausflugsziel, was wir hier entdeckt haben. Ja, und wir haben natürlich ein
wahnsinnig geduselt, auch mit dem Wetter. Ja. Der Wind ist zwar frisch, aber es ist nicht so kalt wie befürchtet. Nein. Und eine gigantische Aussicht. Also. Herrlich, also wirklich einmalig. Also das ist, ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt runterkomme. Das ist nämlich nicht weit. Oh Gott. Also ich habe selten Probleme. Aber da wird es echt das Problem, da runter zu gehen. Die hat was gemacht. Muss ich, was habe ich angestellt? Ich muss meinen Stock da lassen. Nee, warte, ich komm. Ich komm, ich helfe dir. Ah, geschafft. Das war echt nicht leicht. Der obere Teil war, glaube ich, am schwierigsten. Ja, der Einstieg, ja. Ja. Der Einstieg in den Abstieg. Aber so haben wir jetzt wenigstens noch ein kleines Schauspiel geboten, ja, hier, oder? Schau mal, wie lockerlässig man da hochgeht. Ja. Hoppla. Das war ein Kinderspiel. So, und jetzt gehen wir noch durch einen Geheimgang. Jawohl. Der wohl nicht mehr ganz so geheim ist. So, das ist der Geheimgang, der zur Evakuierung der Burg vorgesehen war. Musste aber nie benutzt werden, weil, wie gesagt, die Burg ist uneinnehmbar. Mhm. Jetzt gehen wir mal den geheimen Geheimgang. Wo willst du da hin? Da durch, in das andere, da hoch, auf den anderen Turm. Ah, okay. Uzi hat wieder gelesen, ich nicht. Also den Evakuierungsgang, den finalen, haben wir jetzt auch noch gefunden. Das ist hier und da geht es auch gleich die Treppen runter, damit man sich in die Ortschaft flüchten kann. Oder wo auch immer hin, ja. Wo der hinführt. Aber wir gehen auf den regulären Weg runter, erstens, und zum Zweiten ist es eh abgesperrt. Ja, das gehen wir aber da nochmal auf den nächsten Turm. Gehen wir erstmal auf den Turm hoch und das sieht schon mal etwas einfacher aus. Also schwindelfrei haben ganz klar einen Vorteil hier oben. Ja, schon ein bisschen schmal. Also nicht so ganz ohne. Aber ich sag's euch, das ist ganz schön schmal. Also, ich glaube, die Menschen früher waren schon ein wenig schmaler als mir. Kommt gerade so durch.
Wow, krass. Wenn die Zisterne gefüllt ist, reicht das angeblich für ein halbes Jahr für die Burg. Wow, wie das halt. Also, das ist übrigens der höchste Punkt von dieser Serra, was wir euch schon gesagt haben. Mir fällt jetzt der Name ein. Und das sind absolut die Highlights, die man so im Wohnmobilleben hat, so ganz überraschend. Und da muss ich auch mal ein großes Kompliment an meine Ehefrau und Mitfahrerin machen, ja, dass ich mit ihr das alles machen kann. Wenn man eine fußfaule Frau hat, dann geht es natürlich auch nicht. Ja. Aber für solche Aktivitäten ist die Ursi immer offen. Und das ist einfach wunderschön. Das war ein echtes Erlebnis hier. Und jetzt gehen wir zurück ins Wohnmobil und dann gibt es natürlich ganz landestypisch einen Lachs aus Norwegen. Ja, der schmeckt uns halt einfach. Ja. Hm. Dankeschön für das Kompliment. Ja, ja, zu zweit macht es ja auch viel mehr Spaß, ja, solche Erkundungen zu machen. Und oft haben wir schon so oft festgestellt, dass die Plätze, die man ansteuert, dann gar nicht das Highlight sind, sondern eigentlich die, die man ganz überraschend findet. Und das war jetzt in diesem Fall definitiv so gewesen. Ja. Und jetzt kochen wir halt wieder, wenn wir beim WOMO sind. Genau. Dann von der schönen Ortschaft. Jawohl, es hat uns wunderbar gefallen hier. Es war richtig schön und ja, wir haben es jetzt hier genossen und vor allen Dingen diese Aussicht, die war ja bombastisch. Wir hatten Glück mit dem Wetter, sodass man auch eine riesen Fernsicht hatte. Ganz toll. Also der Tag war gestern richtig ausgelastet und ich muss sagen, einer der schönsten Tage, die wir da erlebt haben, oder? Ja, wir waren ja in der Burg und das habt ihr ja gesehen, was wir da alles so unternommen haben und erlebt haben. Es war allerdings sehr schräg, hast du gesagt? Über den Stellplatz haben wir jetzt noch gar nichts. Wir haben zwar aufgebockt, aber waren trotzdem so schräg. Ich habe mir gedacht, wann kommen die Fahrer von der Tour de France, weil so schräg waren wir nur bei der Tour de France gestanden. Ja, ja, also das ist ein bisschen ein Nachteil an diesem Stellplatz. Wir sind da ziemlich unempfindlich und für uns ging es dann auch recht gut. Ging dann schon, aber auf Dauer wäre es nichts. Also nein, natürlich, es ist ja auch kein Platz für die Dauer, also auf Dauer. Ja. Aber wir können es nur empfehlen, fahr mal daher, mach einen Abstecher daher, das ist wunderbar auf dem Weg nach Norden oder auf dem Weg nach Süden. Ja, genau. Ganz, ganz tolles Erlebnis und der Service, also mit dem Platz, man kann Toilette gut entsorgen, Frischwasser kann man zapfen, aber es ist alles ein wenig umständlich, weil man nicht gut hinfahren kann. Also, es gibt hier sogar Toilettenhäusle, habe ich gesehen. Ja. Allerdings habe ich die jetzt nicht angeschaut, weil solche sanitäre Einrichtungen benutzen wir ja nicht. Für das haben wir ja schließlich unseren Gustl. Ein toller Service auf jeden Fall von der Gemeinde. Kostenlos. Muss man ganz kostenlos klar sagen. Kostenlos. Ja. Also. Und ja, schaut es euch mal an. Die Ortschaft, das lohnt sich und ist spannend auf der Burg. Also,
Ja, uns hat es gut gefallen, aber jetzt fahren wir natürlich wieder weiter. Das war wie Überraschungseier, ja, auf der Brücke. Ne? Spannung. Spannung, Spiel und Sport. Und Abenteuer. Abenteuer. Ja, also, das überlassen wir euch, was ihr macht, aber wir haben es genossen hier. Ja, auf jeden Fall. Wir fahren jetzt wieder weiter Richtung Norden. Und dann, Karte gerichtet. Also, ja, danke fürs Zuschauen. Jawohl. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, bleibt tschüss. Bleibt gesund, macht's gut. Ja, tschüss. Ciao.